Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ihr seht mich heute mal von der anderen Seite. Aus dem einfachen Grund, dass mein Monitor sich verabschiedet hat. Er hat sich gesagt, nö, heute nicht mehr. Keine Ahnung, ist kaputt, kotzt mich an. Wie soll's anders sein? So ist das halt manchmal. Deswegen, ich habe ja zum Glück zwei Monitore, ich spiele jetzt auf dem anderen. Ich habe das Bild aber von mir gespiegelt, also ich gucke in der Aufnahme immer noch in dieselbe Richtung. Weil sonst wäre es ein bisschen komisch, wenn ich nach außen gucke. Ins Leere. Ja, jetzt erstmal so, bis der Neue da ist. Anders geht's leider nicht. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe uns mal Bärenmarmelade und so anderes Zeug noch gekocht. Weil ganz ehrlich, der Tod war einfach schon wieder so sinnlos. Größtenteils lag's daran, dass ich zu geizig bin. Wir sind einfach zu weit im Spiel, als dass wir noch normal mit Honig und Pilzen und so weiter rumrennen können. Ich dachte mir halt, komm auf ein Schiff. Was soll da schon groß passieren, aber die Seeschlange hat uns gezeigt, was passieren kann. Und dementsprechend kam dann der Tod als Ergebnis raus. Ich habe uns jetzt schon mal die Bronzerüstung angelegt. Wir haben wieder ein Schwert, wir haben einen Bogen, wir haben ein paar Pfeile. Viele sind es nicht unbedingt, aber ich glaube, mehr Pfeile haben wir gerade nicht. Dann lasst uns mal noch welche herstellen. So, auf jeden Fall Feuerstein, Federn und ich glaube ein bisschen Holz, oder? Das müsste es gewesen sein. So, gib mir Feuersteinpfeile. Ja, das sind doch auch welche. Ach nein, das waren Eisenpfeile sogar. Okay. Sehen halt verdammt ähnlich aus. So, dann haben wir jetzt hier erstmal genügend. Packen das wieder weg. Ja, wir machen uns jetzt ein neues Boot. Das ist der Plan. Und mit dem Boot holen wir unser Loot wieder. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall genügend Bronze. Wir haben sogar noch 10 Nägel. Das heißt, das sollten wir hinkriegen. Wir brauchen 80 Bronzenägel. Dann ist die Bronze aber auch so langsam leer. Wir dürfen nicht noch ein Boot verlieren. Das wäre ganz schlecht. Sonst müssen wir dann mal wieder auf die Suche gehen nach etwas Kupfer und Zinn. So, 10 Stück können wir hier wieder wegpacken. Zack, was brauchten wir noch? Ich glaube ein bisschen Leder. Lasst mal kurz schauen. Da, Karfe. Nee, Hirschfell war es. Entschuldigung. Wir brauchen Hirschfell. Davon haben wir zum Glück genug. Und, 30 Edelholz. Ich glaube, daran wird es scheitern. Yep, wir haben kein Edelholz mehr. Das hier war Kernholz. Das habe ich bloß falsch reingepackt. Verdammt, wir müssen nochmal... Haben wir noch eine Axt? Wir haben natürlich auch keine Axt mehr. Geil. Wo sind denn die anderen Äxte hin? Für Edelholz brauchen wir eine ordentliche Axt. Dann haben wir doch ein kleines Problemchen. Wir könnten auch das alte Boot wiederholen, aber... Wahnsinn, wie viele Möwen hier rumsitzen. Was ist denn bei euch los? Wir holen uns mal eine. Hä? Ich glaube, ich habe den Stein getroffen. Sagt mal, wehe, ihr scheißt mir hier alles zu. Ich sag's euch. Lasst die mal noch schnell jagen, weil wir brauchen sowieso Federn. Also wir haben zwar noch genügend, aber... Wir werden in Zukunft halt auch einfach viel mit dem Bogen arbeiten. Na komm, ihr da oben, ihr dürft weiterleben. Weil wir ja dann ins Gebirge machen, wo viele Drachen kommen und so weiter. So, wir hauen uns jetzt hier mal voll Lebensmittel rein. Wir laufen jetzt nur noch mit solchen Lebensmitteln rum. Das macht sonst wirklich keinen Sinn. Ja, jetzt lasst mal überlegen, was machen wir denn am dümmsten? Wir brauchen Edelholz. Dafür brauchen wir eine ordentliche Hacke. Ich bin mir nicht sicher. Die Bronze, also Steinhacke, hat es, glaube ich, nicht gemacht. Wir brauchten mindestens Bronze dafür, ne? Brauchten wir dafür eine Schmiede? Ne, Bronze ging noch hier, oder? Hier ist die Harpune. Ging das... Brauchten wir für Bronze schon eine Schmiede? Also macht Sinn, weil ist ja Metall. Ja, natürlich. Um Bronze herzustellen, brauchen wir ja auch eine Schmiede. Ich war wieder richtig schlau. So, Bronze-Axt. Ach, Bronze haben wir nicht. Schlecht. Wir haben aber auch kein Eisen. Wir haben gar nichts mehr. Ansonsten können wir uns bloß ein kleines Boot bauen. 20 Holz. Ja, jetzt habe ich umsonst die Nägel hergestellt. War natürlich dann auch schlau. Na gut, dann ist es jetzt halt so. So, also kleines Boot. 20 Holz, 6 Leder, 6 Harz. 6 Harz, 6 Leder.
Und dann brauchen wir noch 15 Holz. Und wir haben auch kein Holz mehr. Das können wir wenigstens mit der Hand sammeln. So, haben wir es dann auf jeden Fall. 10 Hirschfell, wie viel habe ich denn jetzt? Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Es tut mir leid. Hat mich schon voll geärgert mit dem Monitor. Hab sogar versucht, den noch zu reparieren. Hab mal aufgeschraubt. Wollt gucken, ob ein Kondensator kaputt ist. Aber die waren alle okay. Und für sehr viel mehr reicht mein elektrisch, Reparatur, technische Wissen auch nicht aus. Wie auch immer. So. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Wir können das bestimmt sogar mit einem Schwert schlagen. Nee, geht nicht. Ich dachte, wir können es aufschlitzen. Naja. Aber das können wir doch. Ja, das können wir kaputt machen. Der Ausdauerbalken ist schon geil mit der Bärenmarmelade. Und noch ausgeruht dazu. Du hast doch auch manchmal Holz. Gib mal her das Zeug. So, 7 Stück noch. Das kriegen wir hin. Dann holen wir unser Zeug wieder und dann würde ich ganz gerne erstmal mit euch wieder nach Hause. Wir waren echt viel unterwegs. Was ist das? Eine Nixe. Ganz komisch geradeaus. Lasst mich doch mal alle in Ruhe hier. Ich möchte in Ruhe ein bisschen Holz sammeln. So. 26. Reicht aus. Dann müssten wir jetzt alles haben. Wir können uns ein kleines Boot bauen. Eine Werkbank noch dazu. Und die Werkbank kostet 10 Holz. Die müssen wir natürlich dann auch noch bauen. Na gut, dass ich jetzt nochmal schnell geguckt habe. Ein Holz brauchen wir noch. So, dann können wir Werkbank bauen. Und Dings, lasst mich nochmal schauen, nur um sicher zu gehen. Wir haben alles einstecken. Wir brauchen nur die Werkbank. Werkbank kostet 10 Holz. Dann haben wir immer noch 21 übrig. Das haut hin. Es sind ja echt viele Möwen unterwegs. Schaut mal, wie die hier alle rumliegen. Ich meine, klar, bei Regen soll das ja auch so sein. Aber ich glaube, so viele auf einmal habe ich noch nie gesehen. Ah, hallo. Mann, Mann, Mann. So, wir nehmen noch ein paar Würste mit. Dann werden wir uns teleportieren nach hier oben. Zum Händler-Dings. Irgendwo hatte ich den hier. Fragt mich bitte nicht mehr wo. Hier oben Händler. Laufen wir ein Stück rüber, basteln uns... Ich mache den Fehler nicht nochmal. Tod. Wir nennen es Tod, damit das nicht verschwindet. Ja, laufen hier rüber, machen damit ein Boot hier hin. Versuchen unser Zeug wieder zu kriegen. Wenn wir jetzt natürlich auf dem kleinen Boot auch noch überrascht werden von der Seeschlange, haben wir ein großes Problem. Ich glaube, das kleine Boot hält nicht so viel aus. Aber dann ist das halt so. Ja, wir haben Bogen, wir haben Schwertschild, alles was so maximal gerade geht. Müsste ausreichen. Ich würde mal den Nixenschwanz noch schnell wegpacken. Wir hatten zum Glück nicht so viel im Inventar, dass wir jetzt mit dem, was wir jetzt drin haben, nicht zurechtkommen würden. Aber die Hacke können wir mal wegpacken. Also ich glaube, wir müssten alles auf einmal reinkriegen können. Ich hoffe es. Ich packe auch nochmal die Eisenpfeile weg, dass wir noch einen Platz mehr haben. Den Bauhammer brauchen wir, alles andere auch. Ich habe nämlich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock... gegen die Sumpfleute dort zu kämpfen, aber wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Das Feld hier hatte ich nochmal abgeerntet. Wir hatten ja Samen angepflanzt. 220, 228 Samen waren es, also es lohnt sich wirklich. Und hier habe ich nochmal ein kleines Stück weitergebaut. Das werde ich jetzt immer mal wieder Stück für Stück etwas fortsetzen. Ja, ja, so ist das. Hoffentlich kriegen wir unser Zeug wieder. Ich will auch einfach nicht mehr sterben, ganz ehrlich gesagt. Wir sind echt so viel gestorben in letzter Zeit und es war irgendwie fast immer nur Dummheit. Viel zu früh in die Ebenen gerannt. Und dann auch generell so alle anderen Tode. Und beim Knochenwanst, ja, kann man halt vorher nicht wissen, wie krass er ist. Muss man halt mal hin und sich das angucken. So da gestorben sind, das ist okay, aber so alle anderen Tode waren irgendwie in letzter Zeit echt ziemlich doof und... Desto weiter wir unsere Fähigkeiten haben, desto mehr verlieren wir halt auch, weil das ja prozentual dann ist. Ist irgendwie immer ziemlich ungeil. Und den Händler haben wir bisher auch noch nicht gefunden. Jetzt haben wir hier schon so einen riesen Weg hinter uns gelegt.
Na, ich würde euch gerne mitnehmen, aber wir müssen es erstmal lassen. Ich will halt wirklich so viel Platz wie möglich im Inventar haben, dass wir das nur ganz schnell einsammeln und uns direkt wieder verziehen können. Ich dachte jetzt schon, hier kommen Ebenen. War halt so ein bisschen so sandfarben. Oh nein. Aber hey, er hat irgendwie keinen Bock auf uns. Sehr nett von ihm. Na, jetzt hat er Bock auf uns. Nee, ich hab echt gar keinen Bock auf dich. Hier haben wir noch Kupfer. Naja, wir brauchen es jetzt erstmal nicht. Bleib bitte da oben irgendwo. Geh mir jetzt nicht auf die Nüsse. Kommt der? Ah, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Wo ist das Scheißboot? Komm schon. Und weg mit dir. Nee, nicht festhalten. Okay, er geht weg. Ach, haben wir jetzt nur ein Floß gebaut? Ja, haben wir. Aber das war ja der Plan. Aber wo konnte ich denn hier... Könnten wir uns denn damit fortbewegen? Ach, hier. Nein! Nein! Ach, das gibt's nicht. Jetzt kam der doch noch um die Ecke. Ich sehe schon, gleich der nächste Tod. Oh, ja, super, der kann natürlich... Oh Gott, der kann natürlich extremst weit laufen. Im Wasser. Also im Schwimmen gegen so einen Troll, nicht so geil. Ich werde jetzt aber auch nicht meine Pfeile verschwenden, ehrlich gesagt. Wie weit kommt denn der? Er kommt ziemlich weit. Oh, 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 oh. Mann, 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 wir müssen unbedingt weg. Wie viel Pech kann man haben, oder? Also irgendwie zur Zeit läuft's. Ich mache jetzt einfach ganz schnell diesen und hoffe, wir sind schneller als er. Sieht gut aus. Tschüssi, kleiner Troll. So, auf geht's. Ich sehe schon, die Seeschlange kommt gleich, beißt zweimal in das Floß rein. Wir ertrinken. Wir haben dann gar keine Ausrüstung mehr. Weil dann wird's echt problematisch, weil dann haben wir gar keine Rüstung mehr. Eigentlich auch nicht wirklich Waffen, außer diesen Hörsprecher und noch so ein paar ältere Geschichten, die uns aber nichts bringen. Rüstungstechnisch haben wir dann auch nicht mehr. Na gut, wir haben noch die Trolllederrüstung, aber weiß nicht, ob man damit unbedingt in den Sumpf will. Zumindest der Wind ist auf unserer Seite. Es war halt ein bisschen doof. Ich hätte es vielleicht überleben können, letzte Folge, wenn ich gekämpft hätte gegen die Seeschlange. Aber ich weiß halt einfach nicht, wie viel das Boot aushält. Und dann ganz schnell irgendwie zum Bauhammer wechseln und gucken, ja, wenn man da gerade mal so in Hektik ist, ist das irgendwie nicht so geil. Ich hatte halt echt einfach nur Schiss, dass die noch einmal reinbeißt und das Boot ist kaputt. Man sieht halt leider auch nirgendwo einen Wert. Also wenn ich jetzt schaue, steht ja nicht da so von wegen, ey, das hält 300 Schadenspunkte aus. Dann wäre natürlich... Nein. Nee, es klang jetzt schon, als würde eine kommen. Ja, dann wäre das natürlich um einiges geiler, wenn ich wüsste, hey, okay, das Boot hält so und so viel aus. Könnte man höchstens selber ausprobieren, indem man selber drauf kloppt. Und dann einfach mal schaut, ab wann es kaputt geht und das alles ein bisschen zusammenrechnet. So, irgendwie war es ein kurzes Vergnügen mit dem Wind. Ich glaube, wir sind schon wieder schneller, wenn wir rudern. Wir sind, ja, einigermaßen auf dem richtigen Kurs. Ein kleines Stückchen nach rechts können wir noch. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Naja, zumindest sind wir im Sumpf gestorben und nicht in den Ebenen. Stellt euch mal vor, wir wären da schnell rüber paddelt und es wären Ebenen gewesen und direkt 5 Todeskitos. Das wäre natürlich noch geiler. Aber sterben gehört halt leider auch dazu. Ist halt immer nur schade um die Fähigkeiten, ne? Wir hatten definitiv Spitzhacken, hatten wir, glaube ich, hatten das schon auf 70? Bin mir nicht sicher. Also entweder 10 oder 20% verliert man beim Sterben. Ich habe es leider nicht mehr so im Kopf. Ich hatte es schon mal erwähnt. Aber 20%, da hätten wir es ja auch fast auf 80 haben müssen. Kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich hatte auch einen Kommentar, wo drin stand, dass mit dem Harpunieren mit den Bossen nicht mehr klappt. Das wurde wohl gefixt. Das war so nicht beabsichtigt von den Entwicklern und irgendwann mal
geupdatet, dass das nicht mehr funktioniert. Ich hatte mich ja eh dagegen entschieden, weil hatte ja meine Bedenken geäußert. Und dann eine Grube graben und dann Knochen, wenn es da drin ist und wir irgendwie mit unserer Schlagwaffe nicht nah genug rankommen, haben wir uns halt noch größeres Problem erstellt. Oder geschaffen. Deswegen hätte ich es eh nicht gemacht, aber es ist auch gut zu wissen, dass es nicht geht. Wäre halt natürlich dann aber auch echt zu easy. Also gut, den Drachen hätte man eh nicht fangen können. Kann ich mir zumindest nicht genau vorstellen, wie. Sei denn, man baut irgendwie so ein kleines Häuschen, wo man ihn reinzieht. Oder sie, ich glaube, es ist ja eine Drachenmutti. Da ist dann bloß so ein Fensterspalt offen, wo man dann die ganze Zeit Pfeile reinballert. Aber, ja. Knochenwanz ist ja eh der schwerste. Alle anderen sollen dann wieder etwas einfacher sein. Ich glaube, da braucht man es dann auch einfach nicht. So. Ah, da könnte man schon mal überlegen, ob man sich so einen Trolle holt. So als kleines Haustier mit der Harpune. Mal überlegen, wie man das am besten macht. Es wäre schon cool, wenn man sich so ein Häuschen baut. Irgendwie nur so Gerüst drumherum, dass man reingucken kann. Wie so ein Käfig halt. Und da so ein Troll reinzieht und den einfach die ganze Zeit mit in seinem Grundstück stehen hat. In seiner Basis. Aber der wird ja wahrscheinlich die ganze Zeit drauf rumhauen. Also wird das wahrscheinlich nichts. Leider, man macht es irgendwie aus Stein und doppelt dreifach gesichert, aber naja. Gut, dann kann man wahrscheinlich aber auch wieder nicht schlafen gehen, weil dann da steht das im Gegner in der Nähe. Klingt einem halt dann auch irgendwie wenig. So, gefühlt bewegen wir uns fast gar nicht mehr. Wir haben halt komplett gegen Wind, die Segel aufzumachen macht gerade keinen Sinn. Ich habe jetzt echt so voll Paranoia die ganze Zeit vor solchen Seeschlangen. Schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich denke die ganze Zeit, die taucht gleich auf. Bei jedem kleinen Wasserplatscher, den man hört, kriege ich Paranoia. So, auf der Karte sehen wir es schon, aber es ist gerade mal so die Hälfte vom Weg, ne? Ja, so ziemlich genau die Hälfte. Weiß nicht, was der Wind aktuell gegen uns hat. Wir den Windgott verärgert haben. Mit irgendetwas. So. Achso, macht der noch was? Entschuldigung. Hat leider kurz losgelassen davon. Und dann hat er natürlich auch gleich die Einstellung mit dem Ruder wieder verändert. Also jetzt hier so mitten auf dem Meer eine Seeschlange, das wäre wirklich unser Untergang. Müssen dann langsam wieder Essen nachwerfen. Machen es gleich, dass wir lebenstechnisch gut vorbereitet sind. Ich glaube auch, wenn meine ersten 2-3 Pfeile ordentlich getroffen hätten, was sie nämlich nicht haben bei der Seeschlange, zumindest der erste nicht und dann nochmal. Also ich glaube 2 oder 3 Pfeile insgesamt habe ich verschossen. Dann hätten wir die auch klein gekriegt, weil die hatte ja schon bloß noch halb Leben, glaube ich. Und wir haben nur 2 Pfeile getroffen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das muss schon eigentlich machbar sein, die umzubringen. Jetzt haben wir natürlich hier bloß so einen Stufe 3 Bogen. Mit Feuersteinpfeilen. Wahrscheinlich so ein mickriges Floß, was nur 2 Bisse von der aushält. Naja. So, ach, jetzt habe ich wieder losgelassen und in dem Moment ein World Save. Jetzt hätte ich es gewusst. Wir müssen wieder ein kleines Stück rechts und es kommt langsam wieder Wind. Bleibt bloß weg, ihr Scheißschlangen, ich sag's euch. Wir sind bald da. Wir schaffen es in der Folge leider nicht mehr. Leider ist gleich schon wieder Schluss. Aber dafür wird der Anfang der nächsten Folge dann umso spannender. Ich hoffe mal, dass das jetzt mit der Aufnahme hier alles geklappt hat. Ich habe halt sonst einfach immer den zweiten Monitor daneben, wo das Aufnahmeprogramm und alles läuft und ich halt immer mal schauen kann, ob alles noch funktioniert. Wie das mit Technik manchmal so ist. Mittendrin denkt sie sich, nö. Ich ärgere dich jetzt so, nehme einfach mal keinen Ton mehr auf oder kein Bild mehr auf oder nehme einfach gar nichts mehr auf. Obwohl du mir nichts getan hast. Naja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.